Ja, seid mir doch alle gegrüßt, meine wunderschönen Meisters und Meisterinnen, und was geht, Business Gang? In unserem letzten Video haben wir Methode Nummer 2, Dropshipping, grob angekratzt, um dir eine Vorstellung dieser Möglichkeit so grob in die Birne reinzuprügeln. Also, falls du das Video nicht gesehen haben solltest, kannst du das jetzt natürlich nachholen, ihr öffnet sich und so bla bla. Heute möchten wir euch Möglichkeit Nummer 3 vorstellen. Und das ist tatsächlich so eine Art besonderes Video für mich, weil auch jetzt so im Zusammenhang mit Crypto Gang, ja? Für die, die es nicht wissen, ich habe einen Hauptkanal, Crypto Gang, da dreht sich meistens so um Krypto, Nevermind. Und die Brudis da drüben, die jetzt auch hier sind, die wissen ja, dass ich eigentlich Online-Business als Hauptjob mache sozusagen. Aber was die genauso wenig wissen wie die, die mich gar nicht kennen und die jetzt neu hier sind, worüber wir jetzt sprechen, macht neben der eigentlichen Consulting-Arbeit unserer Firma den Großteil unseres jährlichen Umsatzes aus. Also man kann schon fast sagen, von allem, was ich so mache, ja, YouTube, der Kanal Crypto Gang ist ja auch eine Firma, all die Partnerschaften, die wir da haben, Crypto Investment im Allgemeinen, Consulting und was nicht alles. Das Thema, was wir heute behandeln, ist mit einer unserer Haupteinnahmequellen. Gut für euch, weil wir haben demnach jahrelange Erfahrung mit dem Scheiß und demnach ist das unser Spezialgebiet. Heute geht es um das wunderschöne Thema Amazon FBA. Man glaubt es ja kaum, Freunde. Und wenn du dich schon einmal im Internet mit dem Thema Amazon FBA befasst hast, hast du sicherlich gedacht, scheiße, Alter, klingt das kompliziert. Und es ist bestimmt nur was für Leute mit viel Kapital, die richtig Kohle haben, um zu investieren und so. Aber nein, Großbild Activated. Zum Teil, aber so ist es nicht ganz. Und ich sage dir jetzt genau, wieso FBA so geil ist, wie es klingt. Weil klingt schon geil, ehrlich gesagt. So FBA und so klingt schon nice. FBA, liebe Freunde, steht für Fulfillment bei Amazon, also Abwicklung, also volle Abwicklung durch Amazon. Im Großen und Ganzen, liebe Freunde, bedeutet das, dass Amazon euch für Geld nicht nur seinen riesigen Marktplatz zur Verfügung stellt, Großbild Activated, sondern euch auch tatsächlich freiwillig sogar, natürlich okay gegen Geld, aber auch irgendwo freiwillig, euch die größte Arbeit abnehmen möchte. Die da wäre nämlich Lagerung, Marketing, Versand, Retourenmanagement. Aber kommen wir mal zum Punkt eure Produkte. Ich möchte euch in einigen Schritten kurz und knapp erklären, wie das Ganze funktioniert. Um bei Amazon Produkte anbieten zu können, müsst ihr ein verifiziertes gewerbliches Anbieterkonto besitzen und das bekommt ihr auch, keine Sorge. Und zwar, wenn ihr euch bei Amazon anmeldet und euch mit Hilfe einiger Formulare, die benötigt werden, von eurem Finanzamt bei Amazon legitimiert. Keine Sorge, das haben wir alles drauf. Darauf kommen wir dann zu sprechen, wenn es ganz, ganz tief ins Detail geht und es richtig losgeht hier. Aber machen wir das mal so. Ihr besitzt jetzt ein Konto und wollt sofort anfangen, eure Produkte anzulegen. Und ihr könnt im Prinzip alles auf Amazon verkaufen, was euch der sogenannte Amazon-Katalog anbietet. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gesehen. Unter jeder Produktseite von Amazon steht immer irgendwo dieses Produkt verkaufen. Das zeigt euch, ah ja, ich kann also tatsächlich alles verkaufen? Ja. Richtig, aber bei Amazon läuft der Verkauf etwas anders wie als bei eBay oder auf anderen Shops. Wir switchen mal eben in die Sicht eines normalen Käufers, ja? Wir suchen nach einem Produkt einer bestimmten Marke, finden das, also genau das, was wir suchen. Das ist aber nur ein einziges Mal gelistet. Dieses Produkt verkaufen womöglich aber schon über 20 Händler oder whatever, alle zu unterschiedlichen Preisen wohlgemerkt. Amazon selektiert für dich als Kunden das beste Angebot aus allen raus und zeigt es dir an. Dit kann zum Beispiel das günstigste sein oder wenn du nach einem Prime-Artikel schaust, auch der Artikel sein, der sich gerade in einem Lager ganz in deiner Nähe befindet, damit eben dieser bei Bestellungssteller da ist. Das bedeutet bei Amazon Einkaufswagen, das haben wir hier oben, sieht man sie auf der, ah, man sieht es nicht auf der Skalierung, egal, da wo mein Finger jetzt hin zeigt, da ganz oben rechts, da würde jetzt Einkaufswagen stehen. Ihr kennt aber, ihr wisst aber alle, wie Amazon aussieht. Wir switchen jetzt wieder in die Sicht eines Händlers und reflektieren. Das heißt also, derjenige Händler, der jetzt gerade den Einkaufswagen hat, wird auf der Produktseite als erster mit dem besten Angebot durch Amazon hervorgehoben. Der Kunde wird es natürlich ganz klar kaufen. So gut wie immer. Es ist also, kannst du dir sicherlich jetzt auch schon vorstellen, nicht so einfach mit sogenannten Handelswaren, welche überall zu Großhandelskonditionen angeboten werden, bei Amazon Profit zu machen. Was ist denn aber eigentlich, wenn du dein eigenes Produkt hast? Ja, ich meine, dein Produkt, was extra für dich hergestellt wurde. Weil grob gesehen habt ihr jetzt erstmal genug Info, um zu checken, dass es bei Amazon etwas anders läuft. Aber das wird es ja nicht gewesen sein, Freunde. Also wir sind ja hier, um Paramani Haze Kafferlash zu machen, oder? Also kommen wir jetzt zum interessanten Teil für euch. Falls ihr den Begriff White Label Product schon mal gehört habt, werdet ihr verstehen, worauf ich jetzt hinaus will. Wir erfinden natürlich kein Produkt neu. Natürlich nicht, Blatt. Wir sind ja schlau und wir arbeiten ja smart und wollen nicht erstmal alles neu erfinden. Erfinden und selbst herstellen heißt ja in dem
Kontext auch wieder, ja, massive Investitionskosten für Entwicklung und dies, das. Ihr wisst, was ich meine. Damit fangen wir irgendwann mal an, wenn wir sowieso schon genug Para damit gemacht haben. Wir wollen ja jetzt Cash machen. Also wir wollen anfangen und wir wollen Cash machen. Also müssen wir eventuell, wink mit dem Zaunfall, Produkte finden, White-Label-Produkte, die wir als unsere eigenen labeln können. Sprich, wir wollen ein Produkt finden. Ihr müsst mir jetzt genau zuhören, was wir als White-Label einkaufen. Also ohne Logo und ohne Marke. Also komplett markenlos, unser eigenes Logo draufklatschen und es unser eigenes hergestelltes Produkt nennen. Ja, geil, oder? Prösterkin. Wir müssten also Produkte höchstwahrscheinlich aus China importieren, gesetzlich konform einführen und dann eben hier als Hersteller auftreten, um diese dann bei Amazon verkaufen zu können. Keine Sorge, das ist zufälligerweise auch unser täglich Brot. Wir wissen ganz genau, was wir da machen müssen und du erfährst noch früh genug, was mit gesetzlich konform gemeint ist. Keine Sorge, wir befinden uns hier immer noch im absolut legalen Rahmen. Aber wir brauchen ja erstmal einen Hersteller. Und wo finden wir den? Alibaba. Ist, wie der Name schon sagt, der Barber aller Hersteller. Das ist ganz einfach. Das ist wie eBay. Du findest dort alle Produkte gelistet und kannst die Angebote zukommen lassen. Die Angebote wiederum, die kannst du dann kalkulieren und den Versand planen und dann einfach zu dir schicken lassen. Praktisch alles aus einer Hand. Die Hersteller, die da gelistet sind, und glaub mir das, die wissen ganz genau, wovon du sprichst, wenn du sagst, dass du Amazon-Verkäufer bist. Aber damit du es auch weißt, derjenige, der sich vielleicht noch gar nicht mit Amazon FBA befasst hat, gehen wir jetzt mal etwas auf die Konformität ein, die die EU, die Bundesrepublik Deutschland und Amazon haben wollen. Amazon wünscht sich bei deinem eigenen Produkt eine ins Patentamt eingetragene Wortmarke. Die musst du zwingend besitzen. Das hier ist zum Beispiel so eine für meine Firma CryptoGang. Kann man das jetzt sehen? Warum fokussiert das nicht? Ah, CryptoGang. Ja, das ist überbelichtet, aber das ist auf jeden Fall so eine Urkunde von der Bundesrepublik Deutschland. So, jetzt sieht man es, glaube ich, besser. Den Lachs hier, den habe ich mir als Marke schützen lassen. Andernfalls kannst du bei Amazon deine eigenen Produkte nicht verkaufen. Produkte, die markenlos sind, die wird Amazon nicht freigeben. Bei zum Beispiel Handmade-Produkten, da sieht dann alles wieder etwas anders aus. Die müssen erstmal eine Genehmigungsreihe durchgehen, die Amazon sehr aufwendig und ziemlich genau betreibt. Also da macht Amazon eigentlich schon wirklich gute und detaillierte bürokratische Arbeit. Kennen wir ja als Deutsche, ne? Und auch hier gilt, dafür kommt natürlich bald mal ein ganz genaues und separates Video, wo wir Step by Step das mal alle zusammen machen werden. So, des Weiteren müssten Produkte eine CE-Zertifizierung besitzen und je nach Produkt sogar weitere Zertifizierungen wie W3E, ROHS, also Ros, grüner Punkt etc. pp. Und auf alle die einzelnen Teile, die ich jetzt genannt habe, werden wir auch mal separat eingehen. Du kannst jetzt im Prinzip mal hingehen hier auf Amazon, wenn du lustig bist, und dir ein beliebiges Produkt angucken. Normalerweise findest du diese Zertifikate immer auf den Produkten selbst, auf der Verpackung. Ich weiß, darauf achtet keiner wirklich, aber fragt euch mal, wieso die immer da drauf sind, weil es halt gesetzlich notwendig ist. In der Regel sind es Konformitätszertifikate, die belegen, dass die Produkte, die ihr einführen und verkaufen wollt, geprüft worden sind auf Sicherheit, Umweltbelastung und schlag mich tot. Keine Sorge, diese gerade angesprochenen White-Label-Produkte, die haben diese Zertifizierung in der Regel. Man muss diese nur beim Hersteller vorher, das ist jetzt wichtig, vorher anfordern. Und wir zeigen euch dann natürlich auch irgendwann nochmal separat, wie sowas genau funktioniert, damit ihr da auch gesetzlich safe seid. Haben wir jetzt auch diese Hürde gemeistert, geht es an die Produktkennzeichnung. Hier genügt meisten Label, wo folgende Angaben vorkommen. Name des Produkts, Herstellermodellnummer, Hersteller und Vertrieb, nötige Zertifikate und der grüne Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Jetzt fragt man sich wieder, alter Schwede, was ist denn bitte dieser grüne Punkt? Der grüne Punkt, der zeigt simpel gesagt auf deinen Produkten einfach nur, dass du eine Verpackungssteuer abdrückst. Der Kunde, der das Produkt am Ende bei dir gekauft hat, der muss ja die Folie und die Pappe über seinen normalen Hausmüll entsorgen. Und die Steuern dafür, ja richtig, Steuern dafür, wir sind ja hier in Deutschland, es gibt die unnötigsten Steuern, wir zahlen auf alles Steuern, die drückst du halt über das ganze Gedöns, was wir jetzt hier machen, über das Verpackungsgesetz ab. Und weil Amazon so penibel ist, überprüfen die das natürlich auch anhand so einer Registrierungsnummer regelmäßig. Und ab dem 1.7.2022 ist jetzt vielleicht auch interessant zu wissen für die Jungs, die schon im Amazon FBA-Business drin sind oder sich damit befassen, ist aber vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ab dem 1.7.2022 werden alle Produkte, die so etwas nicht aufweisen, von Amazon komplett gesperrt. Gnadenlos. Ist good to know, aber wieder zurück zum Thema. Haben wir jetzt auch diese Hürde gemeistert, müssen wir dein neues Produkt in den Amazon-Katalog einpflegen. Da es sich hierbei natürlich um ein neues Produkt handelt, weil wie gesagt White Label und so, ne, werden wir einen neuen sogenannten EAN-Code angeben müssen, damit, wenn es gescannt wird, dann nachher im Lager von dem Mitarbeiter, der das dann rausholt, wenn es bestellt wurde, jeder dieser Mitarbeiter immer genau weiß, bei dem Produkt handelt es sich hier um Produkt XY von Franz und Wurst GmbH. Und natürlich benötigen wir im Anschluss auch qualitative Bilder und hochwertige suchmaschinenoptimierte Produktbeschreibungen, also ein Zeug. Die sorgen dann in letzter Instanz dafür, dass, wenn der Kunde dein Produkt sucht, auch deins findet. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, iPhone Silicon Case.
so Handyhüllengedöns, wisst ihr? Und iPhone Silicon Case sagt ja dann, dass das sogar speziell nur für iPhone angefertigt wurde. Wenn du jetzt also nur Silicon Case angibst, ja dann kriegst du zwar Traffic von Leuten, die so etwas suchen, aber womöglich für ein anderes Gerät. Und wenn ein Kunde das Produkt aufruft, dann nicht kauft, weil es das Falsche ist, weil er eben beispielsweise ein Huawei-Gerät hat oder ein Samsung, wird es halt von Amazon eben schlechter eingestuft und dann wird auch in ziemlich naher Zukunft ein Traffic rapide zurückgehen, weil es eben zu einem, und jetzt unbedingt auf die Formulierung achten, es ist zu einem negativen Kundenerlebnis gekommen. Und glaubt mir, es gibt nichts, und ich meine das jetzt nicht als blanke Übertreibung, das ist Real Talk, es gibt nichts, worauf Amazon so viel Wert legt, wie auf Kundenzufriedenheit. Beziehungsweise auch Kundenerlebnis. Das tracken die dann anhand von, wie lange hat sich der Käufer mit deiner Seite befasst und bla bla bla. Wie viele Produkte hat er sich von dir angeguckt? Wie viel hat er in den Einkaufswagen getan und dann nachher wieder storniert oder rausgepackt? Und wie viel hat der Kunde auch nach Bestellung wieder zurückgeschickt? Das alles sind so... wie nennt sich das? Das bildet so ein Charakterbild von dir bei Amazon, ja? Also die haben ja so Mechanismen, KI am Laufen. Du wirst da eingestuft. Da gibt es keine Beweise für, dass Amazon wirklich so ein Listing-Protokoll hat, wo die ihre Verkäufer einstufen. Aber glaubt mir, sowas haben die. Du bist dann entweder auf einer grünen Liste, auf einer orangenen Liste, auf einer roten oder im schlimmsten Fall auf einer schwarzen. Das heißt, wenn deine Angebote einfach wirklich scheiße sind und sich das in dem Kundenverhalten auf deinen Produkten widerspiegelt, dann hast du ein ganz dickes Problem. Also wenn du dir mit Amazon verscherzt hast, ja, Digga, dann war's das. Also im Großen und Ganzen sind Produktbeschreibungen sogenannte klassifizierte Attribute sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja Umsatz machen, Digi. Haben wir voll Bock auf eine Pflanze bekommen. Deswegen auf jeden Fall erstmal eine Tabakpflanze anzünden, ne? Ist unser Artikel dann jetzt im Katalog aufgenommen, kann es dann eigentlich auch endlich mal losgehen. Amazon möchte ja auch seinen Hack von der ganzen Sache und nicht gerade wenig, Freunde. Also Umsatzbeteiligung pro verkauftem Produkt, Versandkosten für Prime, Lagergebühren und Abogebühren für eine professionelle Shopseite. Es gibt extra ein Tool, welches dir exakt ausrechnet, wie viel ihr von eurem Umsatz abdrücken müsst. Das heißt, man kann so genau planen, wie viel am Ende von Steuer übrig bleibt, um den Einkaufspreis, abgekürzt EK, müsst ihr euch merken, wenn wir mal im Kontext darüber reden, um den EK, also den Einkaufspreis zu drücken oder den Verkaufspreis zu bestimmen. Verkaufspreis führt man in diesem Kontext mit VK ab. Es gilt, anfangs immer mit einem kleinen Produkt zu starten, weil die Gebühren, die Amazon erhebt, die sind abhängig von Maße, Gewicht und VK, also Verkaufspreis. Je höher der Preis, desto mehr Provi, je schwerer und größer der Artikel, desto mehr Versandkosten und Lagergebühren. Macht aber eigentlich auch Sinn. Zudem ist noch klar zu sagen, dass man sich nach einem Problemlöserprodukt umsehen sollte. Ist jetzt erstmal nur ein kleiner Tipp am Rande, darüber sprechen wir auch noch gesondert. Ist ein großes Thema, wichtiges Thema, dafür wird ein eigenes Video kommen. Hatte ich aber auch auf Crypto-Gang schon mal öfter erwähnt. Jeder, der erfolgreich in Sachen Online-Business sein möchte, alles im Online-Business dreht sich im Prinzip um, finde ein Problem, biete eine Lösung. Und genauso läuft es auch in Amazon FBA. Findet ein Problemlöserprodukt. Wie wir das passende Produkt finden, erklären wir euch ebenfalls zu späterem Zeitpunkt. So, wir haben jetzt aber nun unser Produkt und unsere Produktseite und wissen jetzt genau, was auf uns zukommt, wenn es verkauft und verschickt wird. Wir erhalten jetzt ein Angebot von unserem Alibaba-Händler und importieren unser Produkt in Masse. Also, weiß ich nicht, circa zu Anfang würde ich sagen 200 bis 500 Stück, und das ist relativ wenig tatsächlich, auch wenn es jetzt erstmal für Neulinge viel klingt. Wenn die Produktseite jetzt steht und wir alle unsere Produkte mit einem ERN-Code ausgestattet haben, müssen wir die Artikel in ein Amazon-Zentrum senden, damit die eingelagert werden können. Dit können wir im Prinzip ganz einfach über ein Amazon Seller Central Tool machen, dazu erzählen wir auch mal bald mehr. Ist wirklich kinderleicht und wir sparen sogar bei den Versandkosten zum Amazon-Lager, also ist ganz nice. Und Amazon selber, die erheben im Prinzip nur, Großbild Activated, die erheben im Prinzip nur eine geringe Gebühr. Momentan sind es irgendwie ca. 3,80 €, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, pro DHL-Paket. Ganz egal, glaube ich, sogar wie viele Items oder wie schwer es ist, UPS, GLS, DPD, geht natürlich auch alles. Und wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir wirklich massig Ware einlagern, also ich sag mal 1000 bis 5000 Items oder sogar noch mehr, kann man über dieses gerade eben genannte Tool, worüber wir noch spezifischer reden werden, sogar Europaletten über eine Spedition anliefern lassen. So verfahren wir nämlich seit ein paar Jahren schon. Da kommen Europaletten, und das ist alles wirklich noch zu moderaten Preisen, ne? Muss ich nochmal dazu sagen. Also wirklich, da würdet ihr
würdet ihr mit den Ohren schlackern, wenn ihr, also ihr denkt jetzt, Alter, das muss ja mega toll, moderate Preise, ehrlich. Und wir empfehlen definitiv jedem FBA-Neuling, anfangs immer schön über DHL versenden. Damit bist du immer flexibel und kannst das Paket auch mitten in der Nacht irgendwie zu einer Packstation von DHL einliefern oder so. Und wenn das Paket dann im Startpaketzentrum angekommen ist, in der Regel ist das Dortmund, wird es von dort dann in ganz Deutschland aufgeteilt. Also so gesehen zum Beispiel 20 Items gehen nach München, 12 nach Frankfurt, 30 nach Berlin, weiß der Geier was. Die Menge pro Lagerort, die wird von Amazon ausgerechnet. Da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf, auch als Verkäufer nicht. Da können wir überhaupt nichts machen. Weil alle Kunden, die für Prime bezahlen, die sollen ja natürlich die Produkte auch per Eilversand dann am besten gestern bekommen. Und im jeweiligen Versandzentrum werden unsere Artikel dann eingelagert. Und ja, sobald der Artikel bestellt wird, genau, dann holt ein Amazon-Mitarbeiter den halt raus und da wird versandt. Für uns geschieht dann natürlich alles völlig autonom. Jetzt habe ich so lange gelabert, dass die Kippe ausgegangen ist. So, guck mal, stellt euch jetzt mal vor, ihr hättet jetzt einfach mehrere Vertriebswege wie Amazon und eBay und euren eigenen Shop und was nicht alles. Deine Produkte sind alle bei Amazon eingelagert und können natürlich auch von dir über das Seller Central Tool an Kunden in die ganze Welt verschickt werden. Auch an Kunden, die bei dir über eBay oder über deinen eigenen Shop bestellt haben. Du musst dir das im Prinzip so vorstellen, als wäre das alles dein eigenes imaginäres Lager. Es muss nicht zwingend bei Amazon verkauft werden. Du kannst, wie gesagt, auch deinen eigenen Online-Shop daran anbinden und trotzdem ist Fulfillment bei Amazon. Aber auch wieder mehr dazu, wenn wir soweit sind. Und Freunde, Amazon FBA ist eine sehr, sehr lukrative Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Jedoch ist sie vor allem für Menschen, die einfach fast alles automatisieren wollen. Wenn euer Produkt nämlich verkauft wird und ihr immer wieder durch Werbeaktionen oder organischen Traffic Sales erzielt, also Sales gleich Verkäufe, könnt ihr auch so weit gehen und auch den Einlagerungsprozess komplett outsourcen. Heißt, ihr würdet dann die Ware bei eurem Großhändler bestellen, bei Alibaba meinetwegen. Der liefert dann nicht an euch, sondern direkt in das Amazon-Versandzentrum. Jetzt, also zum Anfang würde es natürlich so, übrigens läuft das bei uns so, wir haben gar nichts mehr damit zu tun. Ware wird bestellt und der umgeht den Schritt mit uns, also dass er es zu uns schickt. Wir bestellen und er schickt sofort an Amazon. Da wird automatisch eingelagert. Wir machen im Prinzip eigentlich gar nichts mehr. Und das jetzt auch mittlerweile schon seit 2 oder 3 Jahren, keine Ahnung. Aber zu Anfang läuft es im Prinzip so, dass ihr bestellt beim Großhändler, Ware wird zu euch zugeschickt und ihr seid dann dafür zuständig, das an Amazon zu schicken, dass die das dann da einlagern. Und ab da ist dann, wie gesagt, selbe Prinzip wie für uns, die schon ein bisschen weiter sind, weil ab da ist alles autonom. Amazon etikettiert dann da unsere Produkte für Kleingeld und lagert diese dann ein. Im Prinzip ist alles möglich, Freunde. Am Ende bekommt ihr eure Erlöse regelmäßig auf euer Bankkonto. Man darf sich vom Geringverdiener-Dasein verabschieden, zumindest wenn man alles richtig gemacht hat. Und sollte mal beispielsweise ein Kunde mit seinem bestellten Artikel unzufrieden sein, könnt ihr dem entweder über das eben genannte Tool, worüber wir noch sprechen werden, zwinker, zwinker, könnt ihr dem euer Geld, nicht euer, sondern sein Geld erstatten. Oder eben der Kunde sendet den Artikel zurück. Amazon würde dann den Artikel auf Schäden überprüfen und falls es keine Schäden gibt, wird das Produkt einfach ganz normal wieder eingelagert, als wäre gar nichts gewesen. Geht dann einfach wieder in den Bestand rein. Sollte das Produkt jetzt aber durch den Kunden beschädigt worden sein, erstattet uns Amazon den Verkaufspreis für das Produkt und holt sich das Geld entweder beim Kunden oder das Ganze geht auf Amazon seinen Nacken wegen Kulanz und so. Dazu muss man aber auch sagen, das können die sich leisten, weil das haben die sich über ein paar Jahre, ja, hart erarbeitet. Und das Produkt, das wird dann entweder an dich zurückgesendet oder auf deine Kosten vernichtet. Das wäre so das blöde Auskommen, ist auch bei uns schon mal vorgekommen, passiert, aber ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber so im Großen und Ganzen Retourenmanagement ist auf jeden Fall da. Aber jetzt mal kurz zusammen. Es ist also möglich, ein Online-Business mit Amazon FBA vollständig autonom zu betreiben. Man braucht einen seriösen Hersteller, der deine Produkte bestenfalls sogar mit deinem eigenen Logo erstellt. Du bestellst den Artikel und importierst diesen Artikel, im besten Fall gesetzlich konform. Oder was heißt im besten Fall? Wenn du es nicht tust, dann wird Amazon das Produkt nicht listen. Lagerst den bei Amazon ein und Amazon verschickt den Artikel, sobald dieser bestellt wurde. Das ist klingt einfach. Auf Seller Central, wie gesagt, kannst du dann so Sachen wie Bilder, Beschreibungen, Preise, sowie Sonderaktionen oder was weiß ich, Preisnachlässe, kannst du alles machen, Werbeaktionen, kannst du alles da verwalten, wie gesagt, die Möglichkeiten sind fast schier endlos. Der Kunde erhält dann seinen Artikel per Eilversand und du verdienst völlig autonom oder ja, zumindest mit wenig Aufwand deine Kohle. Das ist jetzt tatsächlich schon grob alles, was wir zu Amazon FBA wissen müssen, Freunde. Hat mich gefreut. Und wie ihr sagt, ist natürlich ein großes Thema. Viele einzelne, detailreiche Schritte, die es zu beachten gilt. Und alle diese Schritte werden wir hier natürlich nach und nach mit euch durchgehen, meine Freunde. Dementsprechend freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Videos und damit habt ihr auf
auf jeden Fall einen Anlass, ein Abo für den Kanal dazulassen. Denn alle, die neu da sind, dürfen gerne einmal unten abonnieren, um die Business Gang zu unterstützen, um euch selber zu unterstützen, weil ihr verpasst dann kein Video mehr. Ihr merkt schon, ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und alle, die schon länger da sind, beziehungsweise die das ganze Prozedere von Kryptogang kennen, die wissen, wie der Algo gedribbelt wird. Batz, der kriegt ein bisschen was auf die Backen. Der Algo von YouTube ist nicht nett. Übrigens passt das dann mal, dass ich dann da auch ankündige, Sachen wie YouTube-Business, wie man erfolgreichen YouTube-Kanal hochskaliert und damit auch massive Umsätze generiert, weil davon kann ich euch auch ein Lied singen, der ist hier ebenso richtig. Abo dalassen, würde ich mich freuen. Genau, noch Homo. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich bin raus, die Sache ist wie ein Spiegel, man sieht sich, hatte ich schon gesagt, ich höre jetzt auf zu labern. Reingauen. Ich fühle mich entspannt, pick auf einen Brown und ich hab keine Angst. Bin mit den Rollers, weil jemand verstummt. Zwei Teile, bald bin ich bekannt. Baby hat Birthday und sie will Love. Sie will nur Liebe, doch ich geb ihr mehr. Tränen, sie fließen und